Moin, ich bin Jörg und ich probiere Wein. Heute stimmt das nicht ganz. Heute probiere ich Glühwein. Und das ist ja nach deutschem Weinrecht eigentlich gar kein Wein, sondern ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. In diesem Fall Mary's Fairtrade Glühwein mit Grundwein aus Südafrika. Und dazu probiere ich noch was Zweites, eine sehr, sehr interessante, spannende Schokolade von Zotter mit Mandarine, Matcha und Kokosfüllung. Ganz kurz erstmal zu dem Glühwein hier. Der Grundwein für diesen Glühwein, Mary's Fairtrade heißt der, kommt aus Südafrika von dem Weingut Stella Organics, mit dem wir schon ziemlich lange zusammenarbeiten. Und es war auch der erste Betrieb in Südafrika, der sowohl biozertifiziert als auch Fairtrade-zertifiziert gewesen ist und ist ein Betrieb, der sehr großen Wert auf die sozialen Projekte um das Weingut herum für die Belegschaft legt. Und dieser Wein, dieser Glühwein, muss ich ja sagen, wir bekommen den Grundwein aus Südafrika und aromatisieren ihn dann mit den üblichen Gewürzen hier in Deutschland. Alles in Bioqualität, genauso wie der Zucker, der hier hineinkommt. Und es sind die typischen Gewürze, wenn man reinriecht. Es hat relativ viel Nelke in der Nase, hat natürlich aber auch Zimt, Kardamom. Geht ein bisschen Richtung Muskatnuss, schwarzer Pfeffer, Orangenschalen, die üblichen Verdächtigen für einen kräftigen, würzigen Glühwein. Und die Tatsache, dass der Grundwein aus Südafrika kommt, bedeutet auch, dass es ein relativ farbintensiver, ein relativ kräftiger, dunkelfruchtiger Wein ist, der dahinter steht. Und dazu haben wir uns entschieden, eine kleine Empfehlung zu machen, was gut passen könnte zur Weihnachtszeit. Eine Schokolade mit einem ganz langen Namen, Mandarine, Matcha und Kokos. Von Zotter, also einem Schokolatier aus Österreich, ein Pionier im Bereich Bio und Fairtrade, die auch heute noch nach sehr, sehr vielen Jahren die Philosophie fahren, Bean to Bar, das heißt, der gesamte Herstellungsprozess, der ganze Lieferantenprozess ist biologisch, ist Fairtrade und das kontrollieren sie sehr, sehr genau. Und sie sind bekannt dafür, Josef Zotter, inzwischen zusammen mit seiner Tochter Julia Zotter, für unglaublich kreative Schokoladen, handgemachte Schokoladen mit sehr, sehr, sehr spannenden Füllungen. Wenn man hier schaut, hat es nicht nur eine Füllung, es hat gleich drei Schichten. Außenrum haben wir dunkle Schokolade, Zartbitterschokolade mit 70% Kakaoanteil und dann innen drin drei Schichten. Wenn man schaut von unten nach oben, es fängt an mit Kokosnougat. Und wenn man das dann später probiert, wird man es merken, das knackt so schön. Das liegt daran, dass auch karamellisierte Kokosflocken noch in der Masse drin sind. Dann die mittlere Schicht, eigentlich die Schicht, wo am meisten hier mit reingeht. Das ist Mandarinengelee, selbstgemachtes natürlich von Zotter. Und oben drüber grüner Tee, Matcha-Tee, zusammen vermischt, damit es auch vegan ist. Mit einer Ganache, die auf Soja-Kuvertüre basiert, dadurch auch die ganze Schokolade als vegan. Und wenn man mal probiert, dann kommen sehr viele durchaus weihnachtliche Aromen durch. Es ist auch ein bisschen Orangenöl noch mit drin, es ist Sternanis noch mit drin, es ist Zimt mit drin. Und das zusammen dann mit dem Glühwein. Ich glaube, das passt wirklich gut zusammen, weil beide Produkte nicht zu süß sind. Also ich persönlich mag es nicht, wenn der Glühwein zu viel Süße hat. Der ist hier genau richtig ausbalanciert, hat auch ein bisschen Gerbstoff. Man merkt, dass er doch ein eher kräftiger Grundwein dahinter steht. Und hier bei der Schokolade, die Schicht mit dem Matcha-Tee, die neutralisiert ein bisschen. Und auch die Zartbitterschokolade führt dazu, dass es nicht zu süß rüberkommt. Wir haben das hier als erste Paarung ausgesucht von einer ganzen Reihe von Paarungen, die wir zusammen mit der Familie Zotter erarbeitet haben. Das heißt, das ist der Auftakt. Wir werden im kommenden Frühjahr, Frühjahr 2023, noch weitere Kombinationen mit Fairtrade-Weinen aus Südafrika, aber auch aus Argentinien und Chile mit sehr, sehr interessanten, sehr spannenden, sehr, sehr kreativen, handgeschöpften Schokoladen zusammen mit Zotter vorstellen. Das ihn auch in eine Broschüre hineinbringen. Also seien Sie gespannt auf das, was da noch kommen wird. Es sind sehr, sehr interessante Kombinationen, wie ich finde. In diesem Sinne, eine gute Zeit.